Hallo, ich heiße Daria Maminova. Ich würde so beschreiben meine Musik, dass ich versuche eine Verschmelzung, das mag ich dieses Wort sehr, von verschiedenen Gattungen und Musikstilen zu machen. Überall ist eine Inspiration. Alles, was ich sehe, was ich höre, auch zufällig. Da immer, ich frage mich dann, was ist das für mich? Wenn ich zum Beispiel ein neues Stück muss komponieren, dann ich habe immer ein Notizbuch dabei und immer schreibe. So viele Ideen, einfach Reflexion, das ist ein Dialog mit mir selbst. Als ich nach Deutschland kam, ich habe Bachelor mit Fabienne Levy in Detmold Musikhochschule studiert. Ich denke, ohne Fabienne, ich weiß nicht, wirklich, er hat für mich, ich sage, die Türen für neue Musik geöffnet. Meine Lehrer in Köln Musikhochschule, Johannes Schollhorn, Brigitte Muntendorf, Michael Beil. Ohne diese Menschen würde ich nicht so sein, wie wer bin ich jetzt. Not so far. Ich und meine Schwester Malika Maminova, wir machen zusammen Musik und wir haben ein Duo, heißt Maminova Projekt. Wir spielen aktiv seit 2013, aber eigentlich es gibt sogar ein Video, wo ich bin 6 Jahre alt, sie ist 8 und wir spielen zusammen eine Polka von Rachmaninov. Dass ich GEMA-Preis bekommen habe, das bedeutet für mich, dass die Menschen vertrauen mich als Komponistin, als Künstlerin. Ja, wenn du was machst und du weißt, dass jemand auch glaubt an dir, das ist sehr wichtig, finde ich. Du kannst müde sein, aber wenn du das weißt, das gibt dir Energie, weiterzumachen. Neben dem Komponieren mag ich auch sehr gerne zeichnen. Ich zeichne mit Tinte und Feder. Was ich zeichne, das ist etwas zwischen Kalligraphie und Malen. Und es geht auch ein bisschen um Meditation. Ich selbst mag das sehr gerne. Jetzt nur leider keine Zeit, letzte Tage, aber ich habe schon einen Plan im Kopf.